Also, dass Taschendiebe und Trickbetrüger sich immer wieder neue und auch dreistere Maschen einfallen lassen, das dürfte ja bekannt sein. Doch die neue Ekelmasche, die wir Ihnen jetzt zeigen, das ist schon eine ganz andere Liga. Die Betrüger, die bespritzen ihre Opfer dabei tatsächlich mit Fäkalien. Kersten Retzlaff hat die Nase voll. Hier in der Innenstadt von Halle ist es passiert. Die Buchhalterin hatte in der Bank gerade eine vierstellige Summe abgehoben. Firmengeld. Doch plötzlich... Ich beiße so in meinen Hamburger und auf einmal hatte ich hier einen großen braunen Fleck. Ich denke, nein, das kann nicht sein, wo kommt das her? So große Vögel kann es nicht geben. Und dann merkte ich aber, dass ich es überall habe, über den Arm. Hinten die Jacke war voll, meine Haare waren voll. Die Tasche war auch, die hatte ich ja irgendwie vor mir auf der Bank abgestellt, die war voll. Über und über ist Kersten Retzlaff mit einer stinkenden Fäkalienbrühe bespritzt. Jetzt kann ich Ihnen helfen. Ich hab ein angeblicher Helfer eilt herbei, die Taschentücher schon gezückt. Die 51-Jährige ist so abgelenkt, dass sie nicht bemerkt, was dann passiert. Ein Komplize langt in die Tasche und stiehlt das eben abgehobene Geld. In dem Moment höre ich, wie jemand ruft, sie wurden gerade bestohlen. Ich habe das erst gar nicht wahrgenommen so richtig, weil ich total mit mir selber beschäftigt war. Und dann... schaue ich nach unten, die Tasche stand noch da und er sagte noch mal, nein, sie wurden bestohlen. Der aufmerksame Passant läuft dem Dieb nach, der lässt seine Beute schließlich fallen. Was das Überwachungsvideo der Bank später entlarvt, die beiden Trickdiebe haben Kerstin Retzlaff beim Geldabheben ausgespäht und danach gezielt angegriffen. Jetzt fragt die Polizei, wer kennt diese beiden Männer? Der Polizei in Halle ist ein derartiger Vorfall in der jüngsten Vergangenheit noch nicht untergekommen. Und auch seitdem noch nicht wieder so vorgefallen. Bundesweit scheint es aber eine Möglichkeit des Trickbetrugs zu sein, um an Geld heranzukommen. Kersten Retzlaff hat zwar ihr Geld wieder, aber den Geruch noch immer in der Nase und ist auf die beiden Trickräuber verständlicherweise stinksauer.